Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ultima Box von CR7Z. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ultima von CR7Z. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und dann schauen wir uns das im Detail an. Besten wahrscheinlich hier an der Seite. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier den Interpreten CR7Z. Auf einem Schlachtfeld sieht sehr gefährlich aus, nach Apokalypse, nach Armageddon, Inferno, also hier ist wirklich Krieg. Und die Welt am Abgrund sieht aus wie ein Atomkrieg, der Himmel ganz verfärbt. Hier oben lesen wir Arjuna präsentiert. Arjuna, ja das Label von CR7Z, das er gemeinsam mit DJ Eule gegründet hat. Und hier unten lesen wir Ultima in so einer Metallic-Feuerschrift. CR7Z Ultima. Hier auch nochmal das Logo, der Schriftzug von CR7Z, darunter CR7Z Ultima. Rechte Seite dasselbe, oben dasselbe, links dasselbe und die Rückseite so blank schwarz, hier so leicht grau, also so eine, ja, mehr oder weniger Wolken zu sehen. Und dann haben wir hier noch einen Barcode und die Credits. Gut, genug zur Verpackung, dann kommen wir zum Inhalt. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet, denn meines Wissens gab es von CR7Z keine Ankündigungen oder keine Videos, in denen irgendwas vorgestellt wurde oder keine Teaser. Also, wir haben hier einmal ein T-Shirt, dann haben wir die Instrumentals zum Album, die exekutive EP, jede Menge Sticker, drei Sticker quadratisch, drei Sticker rechteckig, eine Autogrammkarte, noch ein Sticker, zwei Poster und das Album an sich, CR7Z Ultima. So sieht das von innen aus. Schwarz ausgekleidet und hier wie immer so ein Papiereinleger, mit dem man das Album dann wieder hier befestigen kann. Wir machen die Box mal wieder zu und fangen an mit dem Inhalt. Was mich schon sehr freut, die drei CDs, allesamt in eigenen Verpackungen und auch nicht eingeschweißt, also sehr umweltfreundlich das Ganze gehalten. Und was hier natürlich gleich auffällt, super Jewel Case, feine Sache. Auch hier lesen wir wieder Arjuna präsentiert, Ultima, CR7Z Ultima. Cover kennen wir bereits von der Box. Auf der Rückseite haben wir 15 Tracks. Wir haben Features von Karen Fearley, Miss Dizzy, nochmal Karen Fearley, Sam Silla, BOZ und Amewu und, ja, muss ich jetzt sagen, kenne ich nicht, das ist ein Ami-Feature, Elig. Ich nehme mal fast an Eli. Meine Favoriten auf dem Album sind genau drei Tracks, die ich besonders feiere. Und zwar einmal Degeneration, Nummer 3. Wurde auch schon per Video ausgekoppelt. Dann der Track Auf und Davon mit Sam Silla. Und M-Phase mit BOZ. Freut mich, dass BOZ auch mal wieder gefeatured wurde. Einer meiner absoluten Lieblingsrapper. Und die beiden harmonieren echt gut. Krasser Track, unbedingt reinhören. Dann haben wir noch einen Barcode und die Credits. Auf der Rückseite lesen wir CR7Z Ultima. Dann schauen wir mal hinein. Schauen wir uns mal das Booklet an. Also Cover. Dann haben wir hier CR7Z. Das finde ich sehr spannend, weil früher war ja immer Wasser sein Element. Also diese sieben Weltmeere oder Wasser und Waage und Fische. War immer so ein bisschen wasserlastig, aber jetzt hier, das ist genau das Gegenteil, so Flammen und Feuer.
Dann haben wir die Credits, also die Beteiligten, Features und natürlich die Produzenten. Ultima CR7Z, Ultima. Sieht auf jeden Fall heftig aus, hier diese Metallschrift mit den Feuerelementen dazu. Dann haben wir noch die Credits generell. Ein Foto von CR7Z. Und auch hier noch, sieht ein bisschen aus wie der Imperator oder wie ein Guru, der hier so im Schlachtfeld sitzt. CR7Z, in der Liebe gibt es zwei Übel, Krieg und Frieden. Okay, ja, sehr, sehr tiefsinnige Worte. Und hier dann auch noch CR7Z. Ah, das könnt ihr natürlich als Wendecover verwenden. Ich werde es jetzt mal bei diesem Cover hier belassen. Dann haben wir die CD. So sieht das aus. CR7Z Ultima. In so Lava-Optik. CR7Z Ultima. Schön. Gefällt mir richtig gut vom Design, vom Artwork her. Dann haben wir die Instrumentals und was mich hier auch besonders freut, das ist keine Papphülle, sondern wirklich ein hochwertiges, normales, also Standard Jewel Case. Cover kennen wir bereits, nur mit dem Zusatz Instrumentals hier unten. Wir haben hier auch wieder 15 Tracks an der Zahl, genauso viel wie auf dem Album, also keine Skits, keine Lückenfüller, wirklich 15 hochwertige Tracks und 15 Beats. Dann haben wir auch hier wieder zumindest einen, okay, nein, ist nur einseitig. Jetzt gedacht, dass man es aufklappen kann. Ist nur einseitig hier ein Einleger. CR7Z. Ultima. Die CD sieht genauso aus wie die Album-CD, nur mit dem Zusatz Instrumentals. Und auf der Rückseite ebenfalls wieder CR7Z Ultima in dieser Lava-Optik. Und dann haben wir eine dritte CD. Und zwar dürfte das die exekutive EP sein. Diese ja im Juli erschienen, so als kleiner Vorgeschmack aufs Album Ultima. Wir haben hier 7 Tracks an der Zahl, keine Features, 2 Remix, sehr schön, dass man auch die in ein Jewel Case gepackt hat, freut mich sehr. Auch hier wieder ein Einleger drin, 7 Tracks, okay, hier wird nochmal aufgezeigt, wer die Beats produziert hat. Sehr schön. Exekutive CR7Z, Exekutive lesen wir hier. Und auch hier wieder Exekutive zu lesen und das Ganze so in rot-schwarz gehalten. Sehr schön. Dann haben wir Sticker, jede Menge Sticker an der Zahl. Ja, doch, an der Zahl sind es, wenn ich mich nicht verzählt habe, 7 Sticker. Wir haben dreimal diesen CR7 Schriftzug, diesen Logo-Sticker. So sieht das aus. Im Querformat jeweils. Dann haben wir diesen im Querformat, diesen Riesensticker Ultima, CR7Z Ultima. Sehr schön. Auch wieder in dieser Metallflammenoptik. Dann haben wir einmal den Label-Sticker, also Arjuna, in schwarz und rot, quadratisch. Und dann haben wir sogar zweimal das Cover als Sticker, ebenfalls in quadratischer Form. Sehr schön, also stickertechnisch echt top. Dann haben wir eine Autogrammkarte, sehr düster das Ganze hier, CR7Z im Dunklen, im Schatten. CR7Z hier mit goldenem Stift unterschrieben, gefällt mir richtig gut die Unterschrift. Und auf der Rückseite wieder der Schriftzug CR7Z. Und bevor wir zum T-Shirt kommen, haben wir noch 2 Poster. Was ich auch schön finde, dass es kein doppelseitiges Poster ist, sondern wir haben hier wirklich 2 einzelne im Format A3, im Hochformat. Ist das erste. Und zwar lesen wir hier Arjuna präsentiert, CR7Z Ultima. Also es ist quasi das Alternativcover, wo er so seitlich dasteht. Und dann haben wir noch ein zweites Poster, ich gehe fast ja davon aus, dass es das Cover an sich ist. Also, auch hier wieder CR7Z in diesem Schlachtfeld, in dieser Inferno-Kulisse. Ultima, also Cover und Wendecover, was wir schon vom
Album kennen. Sehr schön, zwei einzelne Poster, muss man sich nicht für eines entscheiden, sondern kann sogar beide aufhängen, bei dem Hochformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch ein T-Shirt. Und dieses sieht so aus, in weiß gehalten mit rotem Aufdruck. Wir haben hier den Interpreten abgebildet und darunter lesen wir CR7Z Ultima. Hier noch CR7Z mit Haube oder ja, mit Kapuze mehr oder weniger und Kappe, wie man ihn kennt. Erinnert mich rein von der Optik jetzt ein bisschen so einen Samurai, zum Samurai-Helm mehr oder weniger. Gefällt mir gut. Neckprint haben wir keinen und wir haben es zu tun mit einem B&C in der Größe L, B&C exakt 190. Das Ganze ist, wo haben wir es? Ja, hier steht's. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das einmal noch kurz an, wie das Ganze im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße T-Shirt mit dem roten Aufdruck quer über die gesamte Fläche des T-Shirts. Und dann haben wir hier unten CR7Z Ultima zu lesen und darüber noch etwas größer in weiß den Schriftzug CR7Z. Gefällt mir gut, kann man durchaus anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, die unterschriebene Autogrammkarte, dann Sticker, drei Sticker in quadratischer Form, ein großer Sticker im Querformat und dann nochmals drei Logo-Sticker im Querformat, also insgesamt 7 Sticker. Zwei Poster im Hochformat in der Größe A3, die exekutive EP, die Ultima Instrumentals und das Album an sich Ultima. Jede Menge Inhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box Ultima von CR7Z. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr CR7Z unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.